Der Verein Kulturanker hat ja in der Vergangenheit einige interessante Kunstprojekte veranstaltet und dabei Schrottimmobilien in der Stadt zumindest zwischenzeitlich einer komplett anderen Nutzung zugeführt. Hier zu sehen zum Beispiel Bilder von der Mystik im Jahr 2013, als man das ehemalige TGA-Gebäude in eine Galerie verwandelte. Man erinnert sich aber bestimmt auch noch an die Projekte im leergezogenen Altstädter Krankenhaus oder im Blauen Bock. Und nach einer kleinen Pause im vergangenen Jahr, wo das Sommerevent nicht ganz so groß ausfiel, hat man sich für 2015 wieder ein besonderes Objekt ins Visier genommen, in das man am Donnerstag früh die Medien einlud. Wir hatten uns eigentlich am Anfang die Kriminalpolizei am Hasselbachplatz ausgesucht oder im Auge gehabt, da die Kriminalpolizei ja ins altstädtische Krankenhaus wollte. Das ist aber nicht mehr der Fall und da ist uns angetragen worden, dass hier hinten der Knast auch noch leer ist und ja, da haben wir uns gleich drin verliebt und ist ja auch ein zentraler Ort, den wir schön bespielen können. Der bietet an sich schon rundherum eine schöne Atmosphäre oder eine einmalige Atmosphäre, schön würde ich jetzt nicht sagen, hat natürlich auch so geschichtlich viel Aufarbeitungsprozess, den wir halt im Eingangsbereich auch einbeziehen wollten, aber der Knast war einfach, ja, wurde uns zugetragen, wir haben uns drin verliebt, der ist zentral und bietet eben schon den Rahmen für verschiedene Künstler, sich drin ausspielen zu können. Die Medienkonferenz fand in der ehemaligen Sporthalle des Gefängnisses statt, die sogar über eine Bühne und eine gestaltete Graffiti-Wand verfügt. Da könnte man sich sofort vorstellen, dass es hier Konzerte oder schauspielerische Darbietungen gibt, wie gleich zu Beginn der Veranstaltung als Verse von Rilke noch einmal durch die Halle schalten. Der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Aber der eigentliche Anlass für das Erscheinen der versammelten Medien war die Unterzeichnung des Nutzungsvertrages. Denn die Immobilie der ehemaligen Justizvollzugsanstalt gehört dem Land Sachsen-Anhalt, das sich mit der außergewöhnlichen Nutzung des gut 100 Jahre alten Areals auch ein bisschen Hilfe bei der Vermarktung des Geländes erhofft. Ganz auf der Hand liegt es erstmal nicht, dass man sagt, bevor ich eine Liegenschaft veräußere, lasse ich Künstler diesen Raum nutzen. Wenn man sich näher damit beschäftigt, ist man doch relativ schnell dabei, weil man sieht, das hat hier Hand und Fuß ganz professionell vorbereitet und es gibt ja Vorläuferprojekte vom Kulturanker. Mit der Unterschrift des Staatssekretärs und des Vereinsvorsitzenden Alexander Bies konnte es dann auch gleich losgehen und so präsentierten die beiden das Plakat, mit dem der Kulturankerverein um Besucher werben will. Nach Romantik 2.0 und Mystik heißt es 2015 also Sinnlichkeit. Und der Untertitel »Eine Reise über die Sinne zu sich selbst« lässt vielleicht erahnen, zu was sich die Künstler vom Titel und natürlich vom außergewöhnlichen Gebäude inspirieren lassen. Dieses Jahr hatten wir auch geplant, so ein bisschen mehr in die Richtung Nachhaltigkeit mit reinzugeben, so generationsübergreifend, vielleicht auch schichtübergreifend, dass wir zusammen einen Garten aufbauen, den wir im Hof bespielen, weil eben die Sommertage sich dafür anbieten, dass wir alle gemeinsam sozusagen den Hof nutzen können als Stadt Magdeburg. Wir haben 10 Galerien dabei aus deutschlandweit. Wir haben jetzt Wien noch angefragt, die eigentlich bis jetzt ist noch keine sichere Zusage, aber schon mal ein Wohlwollen. Amsterdam haben wir mit dabei und an sich sind es noch weitere 8 Galerien aus Deutschland, die wir hier mit ausstellen lassen wollen. Also das Konzept war eigentlich ganz schön, sozusagen verschiedene Flächen oder Etagen kuratieren zu lassen, aber unseren Ursprüngen zufolge auch eine gute Mischung reinzubringen, dass jeder sozusagen die Möglichkeit hat, mit auszustellen. Bis Ende Januar besteht noch die Gelegenheit, sich als Künstler am Projekt zu beteiligen. Die erforderlichen Ausschreibungsunterlagen finden sich auf der Internetseite des Vereins. Und wer möchte nicht die Gelegenheit ergreifen, in einer ehemaligen Gefängniszelle seine Vorstellungen zu verwirklichen? Am 6. Juni können die ersten Besucher die Ausstellungsräume besuchen, dann soll die Sinnlichkeit eröffnet werden.